Jen ist da. Machen weiter. Okay, wir brauchen also Verteidigung. Da kommt jetzt natürlich die Frage auf, wie machen wir das mit der Munitionsversorgung hier oben? Wir bräuchten also irgendwo bräuchten wir im Endeffekt ein Eisen- und ein Kupfervorkommen, weil auch die Produktion würde ich gerne auslagern. Möglichst größer Eisen, also doppelt so groß an Eisen. Wahrscheinlich sogar noch ein bisschen größer und möglichst nah beieinander bei der beiden Felder. Das könnte man vielleicht hier machen, weil das schon ein bisschen sehr unterschiedlich ist. Dann müssen wir hier nur ein bisschen rumkurven und gucken. Und dass wir dann halt die Munition herholen. Alternativ können wir natürlich die Munition auch hier vor Ort herstellen. Wäre auch nicht schwierig. Wir haben ja beides, was wir brauchen. Das Einzige wäre dann, wir würden noch ein bisschen mehr Strom hier oben verbraten. Und wir müssten mit auf jeden Fall mit Drohnen arbeiten, weil das würde ich hier dann doch lieber über Drohnen beliefern lassen. Ein Roboterhanger können wir uns ja sogar mal erlauben. Ich glaube, einer wird nicht reichen für alles. Aber gucken wir mal. Da fehlen halt die nächsten die klügeren Logistikkisten. Können wir die denn schon? Gucken wir mal. Nein, da fehlen uns noch die lieben Wissenschaftspakete hier. Richtig, ganz einfache Munition könnte ich hier auf jeden Fall herstellen. Die rote könnte ich theoretisch auch hier herstellen. Die einfachen Patronen reichen vorerst noch. Irgendwann werden die nicht mehr reichen. Daher würde ich ganz gerne das anders planen. Da muss ich mal so ein bisschen gucken. Man muss halt bedenken, na gut, wie groß ist das Feld hier? Wir haben hier 2,3 Millionen Eisen. Wenn wir wirklich nur die Standardmunition herstellen, sollten wir hier genug herstellen können. Von 2,3 Millionen, die verbraten wir hier oben never. Für Batterien. Aber dann müssen wir auf jeden Fall noch einen zweiten... Na gut, könnte man machen. Könnte man machen. Dass man sagt, hier so... Die obere Hälfte da dann für, ne? Die untere Hälfte dafür, ja... Gucken wir mal. Irgendwie planen wir da was. Jetzt gucke ich erstmal hier... Ja, es ist größer als ich... Könnte doch sogar reichen. Ja, zumindest im Reparaturbereich. Ich würde sagen, wir müssen ja im orangen Bereich bleiben, wegen der Beladung dann. Außer wir lassen einfach außenrum ein Förderband laufen, so wie ich es früher auch gemacht habe. Dann sparen wir uns das und können uns auch ohne Drohnen machen. Ja, müssen wir schauen. Müssen wir mal schauen. Zumindest vorerst könnte man das alles hier belassen. So, die Ämmchen brauche ich jetzt gerade nicht. Gucken. Da gucken wir doch mal. Da gucken wir doch mal. Das hier nehmen wir sogar noch fast komplett ein. Ich mache mal so ein bisschen Platz. Au! Supi! Endlich sind die Granaten one for Baum down. Oder keine Ahnung. So. Jetzt sich wieder aufregen können. Etwa hängt das hier mit Granaten rode. Theoretisch bietet der Wald ja auch ein bisschen Schutz. Das fehlt mir bis heute eigentlich noch, dass man auch sagen kann, okay, ich forste wieder ein bisschen auf in Factorio. Dass das nur per Mods geht, ist so ein bisschen, ja. Warte mal. Nicht zu nah dran. Ja, die war perfekt. Hat nur mich ein bisschen erwischt, aber nicht unser Stromlagerchen, hier unseren Verteiler. Und da müssen wir gucken, hier so rum. Okay, okay, okay. Ich könnte natürlich gerade hier die Grenzbereich auch gut abgraben. Wo wir hier mit Kupfer und Eisen immer wieder Überlagerungen haben, dass wir hier das Eisen für die Munition herholen. Und dann einfach von hier einmal außen rumschicken. Das könnte gehen. Gucken wir doch mal. Haben wir dabei? Ja. Ärmchen haben wir nicht mehr viele dabei. Müssen wir mal ein paar bauen. Abbau haben wir auch noch alles. Es ist noch alles da, was wir brauchen eigentlich. Dass man jetzt hier so guckt. Hier zum Beispiel. So weit noch Kupfer drin ist. So, wo haben wir denn? Bis dahin haben wir Kupfer.
wir jetzt sagen, okay, hier bauen wir ab. Das Kupfer nehmen wir bewusst mit. Moment. Eisenerz, okay. Ein Stück rüber. Durch die grüne Flora und Fauna ist das hier ein bisschen schwierig zu erkennen. Da ist nicht viel Eisen drin. Das könnte man später vielleicht dann über den anderen Weg, wenn man das Kupfer abbaut, gesondert rausholen. Könnte sein, dass die zwei hier sogar reichen. So, das heißt, wir gehen jetzt hier rüber. Holen uns unser kleines filterndes Greifärmchen. Setzen wir dich erstmal hier hin. Sagen, du machst bitte schön das Kupfer raus, wenn es kommt. Auch hier mit einer Stahlkiste als kleinen Zwischenpuffer erstmal. Okay. Dann leiten wir das hier einfach mal. Ups. Hier einfach mal mit hoch. So werden wir das Kupfer gleich los und führen es dem Produktionszyklus wieder zu. Dann gehen wir noch einen raus. Da bitte nicht hin, sondern nach unten. Kurz überlegen. Zack, zack. Auch wieder in zwei Kisten rein. Da, 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 da. Oder ein paar mehr. Schaden auch nicht. Gut, so. Und das wird dann in die Öfen geschoben. Da mache ich hier sogar mal keinen großen Heck und Meck, sondern die zwei sollten da hoffentlich für reichen. Das, was die produzieren. Das ist jetzt natürlich die Frage. Das müssen wir mal austesten. Da müssen... Moment, halt, stopp! Halt! Raus aus meinen Händen! Da! Hier, vermaledeiten kleinen Mistviecher hier! Kann auch lieber sein! Lasst mich euren Planeten verwüsten und zerstören! So schneller seid ihr mich wieder los! Ah. Kommen Sie erstmal an und beißen genüsslich rein. Sehr nett! So, wir wollen hier normale Munition produzieren. Halt. Na, mal falsch gedrückt. Na, na, sie juckt. Na, sie juckt. Lalalalalala. Zack, zack, ein paar hiervon. Jo. Und eine Stahlkiste. Hätte ich gern. An dieser Stelle. Wo die Munition reingeht und von der aus wir sie dann rausnehmen und einfach außen rumlaufen lassen. Was? Schon wieder? Das kann wohl nicht wahr sein. Das ist der einzige Vorteil. Die rote Munition macht die im Moment noch richtig schön platt. Die einfache Munition ist dann natürlich nicht ganz so gut. Da fällt mir was ein. Wir selbst können uns auch mal wieder ein bisschen pimpen. Na. So. Pimp your suit. 1, 2, 3, 2, 6. Ein paar Solarpaneele können wir uns sogar noch erlauben. Ja, gut, so viele können wir uns nicht erlauben, aber nicht genug Material. Aber die zwei nehmen wir nochmal mit. Ein bisschen mehr Verteidigung in der Tasche. Okay. Hoffentlich, dass das so reicht hier. Ich hoffe, dass das hier so reicht. Das hier füllt sich ganz, ganz langsam. Das ist auch gut. Das wird natürlich dauern, bis das hier wirklich voll ist. Gut, das heißt, wir können jetzt mal planen, wie wir das hier aufbauen. Bis wohin geht's? Bis dahin geht's. Okay, haben wir noch Mauer dabei? Ja, haben wir.
Da kommen sie schon wieder angeschlawinert, die Kleinen. Da! Ah. Granate auf den Kopf. Eine übrigens auch eine sehr humane Methode, kleine, freundliche Dorfanwohner hier zu killen. So, wir stehen in der Ecke. Perfekt. Da ist die Ecke. Mal kurz gucken. So müsste es dann sein. Hoffentlich. Ja. Nein! Aha, schon wieder an der anderen Seite. Schlau. Wo beißt ihr rum? Ich sehe sie nicht. Ich höre sie nur. Ah, da unten! Wo kommen die denn jetzt wieder her? So, kurz mal das wieder entleeren und wieder rein. Eieieiei. Den Außenposten hier oben scheinen sie echt zu mögen. Entsprechend sollten wir uns hier wirklich ein bisschen beeilen mit der Verteidigung. Dass wir hier so die ersten Zyklen haben. So, zack. So, und wumms. Genau, so sieht's. Ah, okay. Ich kann noch ein Stück rausgehen anscheinend. Das wäre halt die Ecke, wo noch möglich ist, zu verteidigen. Lalalala. Jetzt wären die Drohnen richtig schön, wenn man einfach sagen könnte, so, Blaupause dort baut. Aber das wäre natürlich noch so ein bisschen von entfernt. Jetzt kommt die schon wieder. Was ist das? So. Jetzt aber richtig, ne? Jetzt ist er richtig. So. Jawohl! Jetzt haben wir die richtige Ecke. Alter Pedant! Natürlich bin ich Pedant. In der Hinsicht bin ich's. Ich würde zwar keine Treppenhäuser in Minecraft um einen Block. Doch, würde ich wahrscheinlich genauso machen. Wenn da ein Treppenhaus um einen Block falsch sitzt, ich würde es wahrscheinlich auch umbauen. So, schmeißen wir erstmal hier so ein bisschen Munition rein. Und dann geht's hier los. Zack, zack, zack. Das mache ich jetzt mal mit Absicht so. Und dann kann ich die dazwischen rauslöschen und setze dann einfach den nächsten. Dann weiß ich halt, wo sie hin müssen. So, guck mal, ein bisschen Munition noch her. Und wir müssen auch noch gucken, wo wir den zweiten Bahnhof hier hinbauen, wo dann die Batterien später mal abgeholt werden. Um sie dann irgendwo anders unterzubringen. Den haben wir ja auch noch nicht, weil wir noch nicht gebraucht haben bis dato. So. Was wir jetzt aber erstmal brauchen, ist unglaublich viel mehr Dings. Saft! Eieiei, die armen Batteries hier, ne? Die werden noch lange brauchen. So, wie sieht's aus? Wasser läuft, das läuft. Wir brauchen Geschütztürme. Und da sind wir wieder bei dem Problem. Zu Hause fehlt genau an der Stelle, wo die Geschütztürme hergestellt werden, noch so ein bisschen was. Das hier läuft. Wo habe ich denn meinen Panzer geparkt? Hä? Ich übersehe den jedes Mal, wenn ich den irgendwo hinstelle. Da, genau hier steht da, im Dampf. Ups, knapp am Stein vorbei. Und dann will ich mal hier oben gucken, weil von da kam immer wieder ein Angriff. Beziehungsweise zwischendrin Forschung, Entwicklung. Der erste Bahnhof nicht gut genug. Ja, aber der erste macht ja nur Wasser. Da ist ja noch nichts für Gütertransport. Und dementsprechend muss ich da noch einen zweiten mit hinbauen. Und ich weiß auch noch nicht, wo ich die Batterien dann später noch brauchen werde. Das muss halt noch dementsprechend überlegt und geplant werden. Weil ich will jetzt die nächsten Forschungspacks halt ja auch an anderer Stelle. Die will ich ja nicht zu Hause produzieren. Außer man macht es vielleicht so, dass alles angeliefert wird und dann wird zu Hause nur zusammengeschmissen. Das könnte, also eine Heimbase, das könnte man natürlich tun. Geschwindigkeitsmodul. Ja, komm. Machen wir die doch mal. So, irgendwo hier oben muss ja auch noch was Rotes sein.
viel Kohle, viel Kupfer und ein bisschen Stein. Ah, ich muss mir jetzt angewöhnen. Ich kann ja zum Glück jetzt durch Bäume fahren. Sie bremsen uns nur. Mehr Power! Okay, bis dato niemanden gesehen. Fahren wir mal nach hier. Wo kamen die aus der einen Richtung? Ja, so ungefähr. Wuh, da sind sie. Guten Tag. So ungefähr, weil ich immer das Talent habe, dass es in den Tutorials, wenn ich die durchspiele, wunderbar alles funktioniert mit den Signalen und so weiter und so fort. Und sobald ich eine Strecke baue, richtig ins Spiel, funktioniert damit gar nichts mehr und die kollidieren, explodieren und hast du nicht gesehen? So, mal ein bisschen weg mit denen. So herrscht ein bisschen mehr Ruhe da unten. Da fällt mir auch gerade noch was ein. Ich könnte ja mal ein Radar noch bauen. Für hier oben. Und wie gesagt, man muss ja jetzt gucken, die Batterien, wo werde ich die brauchen am Ende? Das muss ich ja echt nochmal raus... Gut, hierfür brauchen wir sie schon mal. Wir müssen als nächstes Jahr auch sehen... Die Motoren haben wir. Wir bräuchten eigentlich nur Lichtbogenöfen, die wir produzieren. Da können wir schon auf die nächsten Wissenschaftspakete gehen. Ja, wir brauchen mehr Chips. Wir brauchen große, autarke Chipsproduktion. Das wäre dann so das nächste Ziel. Ducker, ducker, ducker. Und wie gesagt, der Zug soll rein Wasser sein. Man müsste wahrscheinlich hier einfach daneben, kommt dann der andere, der dann die Batterien an den Ort des, also an den finalen Ort hinfährt, da wo sie dann gebraucht werden, beziehungsweise verbraucht. So. Wie viel Mauer haben wir noch? Ein bisschen Mauer könnten wir mitnehmen. Uah, jetzt ja nichts hier kaputt fahren. So, kurz reparieren. Und zack, mal ein paar Rep-Packs bauen. Muss so eben für die Rep... Für die Reparaturpacks werden wir wahrscheinlich da oben einen Hangar hinstellen. Dass einfach dann ein paar Drohnen da rumschwören, die im Zweifelsfall die Dinger reparieren, wenn sie kaputt sind. So, genau hier ist das Problem. Hier kommt, obwohl das... Es ist sogar mal Eisen auf dem Ding drauf. Ich bin fast erstaunt. So, nächste Modul. Nächste Glück. Zack. Das ist ja fast mal schön. Leider noch keine da drinne. Und hier halt auch zu wenig. Da müssen wir echt mehr Eisen hinkriegen. Hier. Kupfer ist gerade das Problem. Wieso ist auf einmal Kupfer so ein Problem? Weil das Kupferlager leer ist. Das ist so mal nicht so schön. Wieso ist das denn so leer? Wir müssen hier Kupfer vergrößern. Extra Bahnhof ist ja auch besser. Hauptsache beide Züge benutzen das lange Gleis zwischen den beiden Basen. Genau da sind bei mir immer die Kollisionen passiert, weil es irgendwie nicht hingekriegt habe, dass die das vernünftig abgecheckt haben mit den Signalen und dann sind sie auf einmal zeitgleich drauf rumgekachelt. Ich habe dann meistens auch entsprechend die Langgleise doppelt liegen. Frag mich nicht, warum. Vielleicht kriege ich es ja irgendwie mal hin. Jetzt hier dann mit eurer Unterstützung. Jetzt müssen wir sehen, wir müssen Kupfer da hochkriegen und das heißt, hier muss jetzt ein bisschen erweitert werden. Okay, ich muss hier mal so ein bisschen, glaube ich, umbauen. So. Guti, 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 guti. Zack, zack, zack.
Doch, du kriegst das hin, ich gebe auch Tipps. Ja, wir werden schauen. Ich bin gespannt, also wenn, sehr gerne. Er sagt, ich habe es ja schon versucht und dabei gab es dann irgendwann nur noch Katastrophen. Da habe ich gesagt, okay, drauf gepfiffen, scheiß auf das Stahl. Baust ein bisschen mehr ab und habe einfach dann die Gleise wirklich gezogen. Einfach, um das zu verhindern. Meistens war ich in der ersten Season ja auch damit beschäftigt, irgendwelche Angriffe abzuwehren. So, lalalala, das haben wir jetzt. Inventarabfall, Bremskraft, Bergabbaukapazität. Ja. Machen wir mal. Und jetzt müssen wir hier erstmal kurz was machen. Ups, können wir kurz was anderes wieder machen. Ups.